Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Plenumsdiskussion Konfliktfeld Solidarität in der Medizin. Wer mit wem und warum? Zur Rolle von Solidarität in aktuellen Gesundheitsmedizin und forschungsethischen Debatten. Ich bin Marc Schweder von der Abteilung für Ethik in der Medizin an der Karl von Ossietzky-Universität in Oldenburg. Und werde versuchen, Sie wohlbehalten durch diese Veranstaltung zu geleiten. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen zunächst meine beiden Mitstreiter vorstellen zu dürfen. Barbara Preinsack ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und am Department of Global Health and Social Medicine am King's College in London. Sie hat einen akademischen Hintergrund in Politikwissenschaft und einen eindrucksvollen beruflichen Werdegang mit Stationen in Bangkok, Cardiff und London. Zu ihren Forschungsfeldern zählen politische, ethische und soziale Aspekte datenintensiver medizinischer Forschung und personalisierter Medizin. Und für mich persönlich ist Barbara Preinsack einfach auch eine der Koryphäen, der Solidaritätskoryphäen im Bereich von Bioethik, Gesundheitspolitik und Public Health. Sie hat eine ganze Reihe hoch einschlägiger Arbeiten zum Thema veröffentlicht, darunter gemeinsam mit Alina Büchs den Nuffield Council Report zu Solidarity und den Band Solidarity in Biomedicine and Beyond von 2016. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Büchs. Außerdem freue ich mich sehr, Ralf Stöcker begrüßen zu dürfen. Herr Stöcker ist Professor für praktische Philosophie an der Abteilung Philosophie der Universität Bielefeld und hat akademische Stationen in Erlangen, Nürnberg und Potsdam hinter sich. Er beschäftigt sich mit philosophischen Aspekten der Handlungstheorie und der Menschenwürde und mit ethischen Fragen in Medizin und Gesundheitswesen und hat ganz wichtige Beiträge zum Thema Hirntod verfasst. Zu seinen Veröffentlichungen gehören das Handbuch Angewandte Ethik, das er gemeinsam mit Christian Neuhäuser und Marie-Louise Rathers herausgegeben hat und Ralf weiter herausgibt aktuell. Ne? Ja. Und ganz aktuell auch die Monographie Theorie und Praxis der Menschenwürde bei Mentis in Paderborn. Herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist ganz ausdrücklich als Plenumsdiskussion angekündigt und das soll sie auch sein, ungeachtet sozusagen des großen Personenauflaufs hier vorne. Wir haben einen kurzen Input von Barbara Preinsack, den sie vorbereitet hat. Wir haben dann sozusagen noch kürzere Inputs von Ralf Stöcker und in absteigender Reihenfolge von mir. Und dann wird es sozusagen eine kurze Möglichkeit für Preinsack geben, zu entgegnen und wir schielen aber immer schon mit einem Auge auf Sie, aufs Plenum eben, das dann ganz unverzüglich mit einbezogen werden soll in die Diskussion. Und damit, da wir keine Zeit zu verlieren haben, würde ich sagen, liebe Frau Preinsack, the floor is yours. Vielen Dank und danke an ganz besonderen Dank an alle von Ihnen, die trotz später Stunde und Tanzbeinschwingens heute hier so früh hergefunden haben. Ich freue mich sehr, dass ich auf dieser Konferenz, auf dieser interessanten Tagung sein darf und auch, dass ich gebeten wurde und die Gelegenheit habe, einige Perspektiven zur Frage die Rolle der Solidarität in aktuellen gesundheitsmedizin- und forschungsethischen Debatten zu sagen. Ich möchte damit beginnen, unser, und ich werde dann auch immer wieder dazu sagen, woher das sozusagen kommt, worauf ich Bezug nehme. Ich möchte damit beginnen, kurz unser Solidaritätsverständnis zu klären, weil der Bericht, den Herr Schweder erwähnt hatte, den Alena Büchs und ich 2011 für den Nuffield Council on Bioethics verfasst haben. Der hat auch gezeigt, dass der Solidaritätsbegriff in der internationalen englischsprachigen Debatte, auf die wir uns konzentriert haben, auf sehr unterschiedliche Weise verwendet wird. Also zum Teil wird der Solidaritätsbegriff auch verwendet, um alles, was man für gut und richtig hält, zu rechtfertigen. Also da findet sich durchaus eine sehr heterogene Anwendung. Wir aufbauend auf die Arbeit von
vielen, vielen Theoretikerinnen und Theoretikern und Forschern vor uns bezeichnen als Solidarität jene Praktiken, die die Bereitschaft kennzeichnen, andere Menschen zu unterstützen, mit denen man Gemeinsamkeiten erkennt. Und es ist in unserer Arbeitsdefinition wichtig, auch festzuhalten, dass diese Bereitschaft zur Unterstützung irgendeine Form von Kosten unter Anführungszeichen beinhalten muss. Mit Kosten meinen wir jetzt keine finanziellen Kosten, sondern mit Kosten meinen wir irgendwelche emotionellen, praktischen Zuwendungen, also irgendetwas, was man sozusagen auch zur Unterstützung tut. Es ist uns wichtig, bei der Definition des Solidaritätsbegriffs war es uns wichtig, einerseits den analytisch so zu schärfen, dass es sich von anderen Begriffen, die prosoziale Praxis oder prosoziale Konzepte bezeichnen, absetzen kann und gleichzeitig, dass wir auch den Solidaritätsbegriff so definieren, dass man aus ihm konkrete Handlungsanleitungen für die Politikgestaltung und für die Praxis ableiten kann. Deswegen sind das ist sozusagen ein bisschen eine sperrige Definition, aber da sind alle Teile wichtig. Zwei Qualifikationen sind da noch angebracht. Das erste, warum verstehen wir Solidarität als Praxis? Also einerseits, weil ich sehr stark in meiner Arbeit sehr stark von der Praxisepistemologie beeinflusst bin. Andererseits drückt aber der Praxiskontext eben auch das aus, dass es einen äußeren Ausdruck der Solidarität geben muss, dass Solidarität eben nicht nur ein inneres Gefühl oder ein abstrakter Wert ist. Das Zweite, und das möchte ich dazu sagen, weil das oft, weil es missverständlich sein könnte und weil es mir wichtig ist, das auszuräumen, mit dem Erkennen von Gemeinsamkeiten meinen wir nicht das reine Feststellen von objektiv existierenden Eigenschaften. Und wir meinen schon gar nicht das Abstellen auf irgendwelche biologisierten Eigenschaften, sondern was wir mit dem Erkennen von relevanten Gemeinsamkeiten meinen, ist das erlernte Erkennen von Kategorien des Gemeinsamen und des Trennenden. Das sind Kategorien, die natürlich auf objektiv feststellbare Tatsachen sich beziehen können, aber sich nicht darin erschöpfen. Es sind wirklich so Kategorien des Ein- und Ausschlusses sind eben nicht nur in objektiv feststellbaren Eigenschaften begründet, sondern sie sind auch durch politische und öffentliche Diskurse geprägt. Ein ganz kurzes Beispiel aus der Solidaritätsdebatte im Gesundheitssystem: Wenn in manchen Ländern argumentiert wird, dass wir Raucherinnen und sogenannte fettleibige Menschen ausschließen wollen von bestimmten Gesundheitsleistungen, ist das nicht nur bezüglich des Solidaritätsbegriffs problematisch, aber es ist auch wichtig festzuhalten, dass man ja zuerst mal den Begriff des Body Mass Index der Fettleibigkeit braucht. Man braucht zuerst mal die Feststellung, dass Rauchen sozusagen eine schädliche Praxis ist, um überhaupt diese Prozesse des Othering, des Abtrennens feststellen zu können. Und hier geht es bei unserem Solidaritätsbegriff auch darum, einfach mit Jody Dean gesprochen, kritisch diese Kategorien und Prozesse des Abgrenzens und des Gemeinsamkeitenherstellens zu reflektieren. Wir gehen davon aus, dass dass Solidarität sehr häufig auf drei Ebenen stattfindet. Da könnte ich jetzt viel dazu sagen, das mache ich nicht aufgrund der begrenzten Zeit. Nur ganz kurz, auf der interpersonellen Ebene, das ist sozusagen die Ebene, wo ein Mensch vielleicht Gemeinsamkeiten mit anderen erkennt und dann Bereitschaft ausdrückt, die Person zu unterstützen und sie zu unterstützen. Wenn diese interpersonelle Praxis so normal wird, also im Englischen kann man dann so schön sagen, when it solidifies, das ist sozusagen die gleiche Wurzel wie Solidarität, wenn es so normal wird, dass es zu einem Verhalten in der Gruppe wird, zu einem normalen, erwarteten Verhalten in der Gruppe, sprechen wir von der Solidarität auf der Ebene 2. Und wenn weiterhin diese solidarische Praxis sich verhärtet, sich in bürokratischen, administrativen Normen manifestiert, dann sprechen wir von der Solidarität auf der Ebene 3. Das ist sozusagen die stabilste, härteste Form der Solidarität. Das ist jetzt keine Bewertung der Wichtigkeit, aber das ist sozusagen die institutionelle Solidarität, solidarische Gesundheitssysteme, progressive Steuersätze und so weiter. Und das ist jetzt mal zum Solidaritätsverständnis vorab. Warum glaube ich, dass dieses Solidaritätsverständnis in gegenwärtigen Debatten besonders nützlich ist?
Wir sehen ja im öffentlichen Diskurs und auch auf dieser Tagung sehr häufig, also auf der Tagung weniger häufig, aber im Diskurs relativ häufig, dass die individuelle und die kollektive Ebene miteinander kontrastiert werden. Dass individuelle Interessen und kollektive Interessen als Gegensatzpaar konstruiert werden. Und ich glaube, dass der Solidaritätsbegriff, wenn man ihn so fasst, bis zu einem gewissen Grad uns aus dieser unproduktiven Dichotomie zwischen dem Kollektiven und dem Individuellen herausbringen kann, dass es diese Dichotomie auflösen kann. Warum? Jetzt mache ich einen kurzen Rückgriff, um meine Frage dann zu beantworten. Der Solidaritätsbegriff, so wie wir ihn verstehen, basiert auf einem Verständnis von Menschen als relationale Wesen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Menschen durch ihre Beziehungen zu ihren natürlichen, menschlichen und auch künstlichen Umwelten geprägt sind. Da gibt es jetzt, wenn man sich die Literatur zum Relationismus ansieht, wie Sie wissen, zwei Formen. Also es gibt, was ich jetzt mal dünne Relationalität nenne. Das ist einfach das Eingeständnis oder die Bezeichnung dessen, dass Menschen in ihren Interessen beeinflusst sind von unseren Beziehungen zu anderen. Und dann gibt es aber etwas, was die Theoretikerin Natalie Stolger konstitutive Relationalität nennt. Das ist die tiefe Relationalität, die davon ausgeht, dass wir in unseren Subjektivitäten und Interessen wesentlich auch von unseren Beziehungen zu anderen geprägt sind. Dass sozusagen Interessen und Subjektivitäten nicht anders denkbar sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Grenzen des Menschen porös sind. Das bedeutet nicht, dass Individuen aufhören zu existieren oder dass die Rechte einzelner Menschen weniger wichtig sind als die Interessen eines abstrakten Kollektivs, wie auch immer man es definiert. Aber ein relationales Menschenbild, das unserem Solidaritätsverständnis unterliegt, steht natürlich dem Bild eines atomistischen Individualismus gegenüber. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir jetzt die Verkürzung. Es gibt natürlich sehr, sehr viel, auch gerade wieder aktuelle Literatur dazu. Aber mit dem atomistischen Individualismus meine ich ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass Menschen im Idealfall klar begrenzt oder dass Menschen eigentlich immer klar begrenzt und idealerweise unabhängig sind. Dass Autonomie sozusagen durch Abgrenzen und nicht durch Interdependenz und Beziehung besteht. Und da geht natürlich die relationale Autonomie davon aus, dass Autonomie auch durch Interdependenz und Beziehung möglich gemacht wird. Und das ist nicht nur eine theoretische Feinheit, mit der ich Sie jetzt am Morgen sozusagen, wenn wir alle noch erst am Aufwachen sind, belasten möchte, sondern ich glaube, dass dieser Zugang extrem wichtig ist und auch praktische Auswirkungen hat und politische Auswirkungen hat. Wir haben jetzt in unserem Buch, das ich auf der ersten Folie drauf hatte, wir haben auch eine, also die deutsche Version, die im Campus Verlag erschienen ist, ist eigentlich nur eine erweiterte Ausgabe des Buches, das wir für Nuffield gemacht haben, die 2016 Version des Buches, die bei Cambridge University Press erschienen ist, ist wirklich eine fundamental überarbeitete Version, in der wir auch, also keine Version des Reports, sondern eine Arbeit, in der wir auf die Kritik unseres Ansatzes auch eingehen und wo wir den Solidaritäts, also die Auswirkungen des Solidaritätsansatzes auf Debatten, auf politische Rahmungen und Lösungen bezüglich der Organspende, der personalisierten Medizin und anderer Bereiche durchdeklinieren. Ich möchte aber heute und in den verbleibenden wenigen Minuten kurz etwas zur Digitalisierung sagen und warum gerade in der Zeit der Digitalisierung, der digitalen Medizin, wo wir über mobile Apps und künstliche Intelligenz sprechen, das haben wir auch hier auf der Tagung gemacht, dieses Solidaritätsverständnis, das auf einem relationalen Personenbild basiert, so wichtig ist. Wir sehen, dass in der digitalen Medizin und in digitalen Praktiken im Gesundheitssystem und in der Forschung jene Ansätze, die einen atomistischen Individualismus als Referenzpunkt haben, auf ihre Grenzen stoßen. Der Datenkörper ist im Gegensatz zum menschlichen Körper gekennzeichnet durch seine Entgrenztheit. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass der menschliche Körper immer begrenzt ist. Aber digitale Daten sind sozusagen immer multipel und relational und dadurch entgrenzt. Sie sind multipel in dem Sinn, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten sein können.
Das stellt bestimmte Kategorien, mit denen wir bisher operiert haben, die auf dem Individuum basieren, in Frage. Was bedeutet individuelle Kontrolle über meine Daten, wenn meine Daten unter Umständen an 5 verschiedenen Orten zugleich sind und ich nicht mal weiß, wo sie genutzt werden? Was bedeutet die Datenspende, wenn ich die Daten, die ich spende, weiterhin habe und auf sie zugreifen kann? Meine Datenspende ist nicht wie eine Niere, die ich dann irgendwann nicht mehr habe, sondern das ist sozusagen die Entgrenztheit der digitalen Daten, die Relationalität digitaler Daten, das kennen Sie natürlich. Einerseits haben digitale Daten ihren Wert und ihre Aussagekraft dadurch, dass man sie mit den Daten anderer Menschen vergleicht. Das ist ja auch in der personalisierten Medizin immer wieder ein Thema. Gleichzeitig kann man Aussagen über sie treffen aufgrund der Daten von anderen Menschen. Also sozusagen eine Relationalität, die wirklich über das Individuum hinausgeht. Und in der Literatur zur Datengovernance gibt es natürlich auch viele Versuche dahingehend, über den Fokus auf individuelle Datensubjekte und individuelle Rechte hinauszugehen. Individuelle Schutzpflichten im digitalen Zeitalter, die Vorstellung individueller Kontrolle über Daten und individuelles Dateneigentum können die Probleme einer Forschungs- und Gesundheitsethik im digitalen Zeitalter nicht lösen. Wir brauchen ganz, ganz dringend neue Formen kollektiver Verantwortung und Kontrolle. Und wir arbeiten in unserer Arbeit auch spezifische Instrumente zur kollektiven Verantwortung und Kontrolle, wie zum Beispiel, und darauf möchte ich jetzt auch nicht hier eingehen, kann aber gerne in der Debatte dann darauf eingehen, die Etablierung von Schadenslinderungsinstrumenten, die da sicherstellen sollen, dass Menschen, die durch Datennutzung zu Schaden kommen, auch unterstützt werden. Diese Formen kollektiver Kontrolle und Verantwortung bedeuten nichts, das möchte ich nochmal betonen, dass individuelle Rechte zugunsten eines abstrakten Kollektivgutes zurückgestellt werden, sondern es bedeutet, etwas zu tun, was persönliche Autonomie häufig erst möglich macht. Was meine ich damit? Wenn wir wirklich solidaritätsbasierte Datengovernance, die versucht, kollektive Kontrollrechte zu unterstützen, wenn wir das durchdenken, dann verschiebt sich unser Fokus, dann geht es weniger um zum Beispiel individuelles Dateneigentum und individuelle Kontrolle, sondern es geht darum, dass man sich überlegt, wie kann man auch kollektiv sicherstellen, dass bestimmte unethische Praktiken nicht mehr stattfinden können. Wie kann man kollektive Kontrollrechte ausbauen? Wie kann man, wie ich schon erwähnt habe, Schadenslinderungsinstrumente einführen? Das ist deswegen wichtig, weil wir natürlich, weil es unseren Blick auch auf die politische Ökonomie leitet, weil es unseren Blick darauf leitet, welche Machtverhältnisse und welche Machtasymmetrien es gibt. Wenn wir zum Beispiel im individuellen Rahmen bleiben, das ist ja im Moment, es wird von sehr vielen Leuten propagiert, werden wir in Richtung individuelles Dateneigentum denken, weil von manchen Menschen das individuelle Dateneigentum als der beste Schutz individueller Kontrolle gesehen wird. Aber was passiert, wenn wir individuelles Dateneigentum begründen? Dann kommen wir in eine Gesellschaft, wo reiche Menschen mit Geld und arme Menschen mit Daten zahlen. Und in diese Richtung bewegen wir uns eigentlich schon. Also es geht sozusagen um eine Verschiebung des Fokus auf diese Fragen. Und ich habe bin jetzt fast schon am Ende. Es ist, glaube ich, wichtig, diese Fragen zu stellen, auch weil Technologiekonzerne natürlich zu immer wichtigen Akteuren im Gesundheitssystem werden. Deswegen glaube ich, dass gerade die digitale Medizin ein wichtiges Anwendungs- oder die digitale Gesundheitsversorgung im weiteren Sinne ein wichtiges Anwendungsfeld für Solidarität sein kann. Ganz am Ende, das ist jetzt nur sozusagen ein Hinweis vielleicht auf weitere Debatten, und ich glaube auch, dass Herr Schweder was dazu sagen wird, gerade auch in der personalisierten Medizin sind solidaritätsbasierte Ansätze extrem wichtig, auch weil sie uns Fragen zur institutionellen Gestaltung der personalisierten Medizin stellen lassen. Wenn wir immer mehr über individuelle Unterschiede wissen, wenn wir immer feiner und immer feinkörniger Menschen stratifizieren können, sodass es im Extremfall, wie die individualisierte Medizin und Proponentinnen
der individuellen Medizin sagen, dass sozusagen every disease is rare. Es gibt nur noch einzelne Erkrankungen und jede Ausprägung einer Krankheit ist sozusagen individuell, dann wird es immer mehr Möglichkeiten zur objektiven Abgrenzung und zum objektiven Ein- und Ausschluss, objektiv unter Anführungszeichen, auf der Basis objektiver Daten geben, wo wir sozusagen immer feinkörnigere Gruppen ziehen können und immer mehr Gründe finden, Menschen auch von bestimmten Leistungen aufgrund objektiver Kriterien auszuschließen. Wir müssen uns überlegen, was hier ein solidaritätsbasierter Ansatz bringen könnte. Und der kann auf jeden Fall bedeuten, dass wir uns nicht dort, wo es um Prognose geht, wo es um Therapieentscheidungen geht und wo es um Diagnose geht, aber dort, wo es zum Beispiel um Kostentragung geht, könnten wir uns auf das Grundprinzip des solidarischen Gesundheitssystems rückbesinnen und sagen, auch wenn wir wissen, dass es individuelle Unterschiede in Risiken gibt, können wir uns entscheiden, dafür diese nicht handlungsleitend werden zu lassen. Das haben wir im solidarischen Gesundheitssystem immer schon gemacht. Und jetzt zu sagen, die personalisierte Medizin entsolidarisiert notwendigerweise, weil wir mehr wissen über Unterschiede, dann kann man sagen, wir haben immer schon gewusst, dass Menschen unterschiedliche Risiken haben. Und die Entscheidung zu einem solidarischen Gesundheitssystem ist eine politische Entscheidung, die wir sozusagen durch die personalisierte Medizin nicht uns nehmen lassen müssen, wenn wir das nicht wollen. Also es geht sehr viel auch um die bewusste Einflussnahme in politische Diskurse und um Bedeutungshoheiten, die hier auch wichtig sind. Und damit möchte ich jetzt schließen, ich war jetzt da eine Minute länger. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion und auf die anderen Beiträge. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Breinsack. Ralf Stöcker macht im fliegenden Wechsel unmittelbar weiter. Können Sie mich verstehen? Oder soll ich das? Ja, schönen guten Morgen. Auch ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ich eingeladen worden bin, hier ein bisschen dazu zu diesem wichtigen Thema in der Gesundheitsethik beizutragen. Ich will die Diskussion überhaupt nicht lange aufhalten. Ich denke, das ist das hauptsächliche Thema, dass die Diskussion von Frau Breinsacks Thesen jetzt auch vorangeht. Ich möchte vielleicht ein kleines bisschen eher dazu beitragen, indem ich noch ein paar Überlegungen anstelle zum Begriff der Solidarität. Ich glaube, es wird dabei nicht viel für Sie ohnehin nicht viel Neues rauskommen, weil ich eher an das erinnern möchte, was wir alle mehr oder weniger doch schon über Solidarität wissen. Ich glaube auch nicht, dass ich Frau Breinsack dort widersprechen werde. Vielleicht werde ich das eine oder andere sagen, was sie jetzt dank der Kürze der Zeit nicht gesagt hat, und am Ende werde ich hier trotzdem ein ganz klein bisschen auch widersprechen und das ist dann ja vielleicht auch nützlich. Ich beginne auch gleich mit Frau Breinsack in einem Aufsatz von ihr, Research for Personalized Medicine, Time for Solidarity, schreibt sie, in a nutshell, solidarity refers to people's willingness to accept costs to help others to whom they feel connected in relevant ways. Das ist so ähnlich wie das eben, aber das, was daran anders ist und das, wo ich hier auch gleich ein bisschen widersprechen möchte, ist hier die Rede von Willingness. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Solidarität ein normativer Begriff ist. Das wird noch deutlicher, wenn man den Gegenbegriff unsolidarisch nimmt. Also Unsolidarität klingt ein bisschen komisch, aber von jemandem zu sagen, er sei unsolidarisch, wird nicht dadurch aufgehoben, dass der sagt, aber ich will das doch gar nicht. Es geht eben nicht nur um die Willingness, glaube ich. Solidarität ist eine Verpflichtung, die Menschen haben gegenüber anderen Menschen. Und es ist nicht irgendeine Verpflichtung, sondern es ist eine spezielle Sorte von Verpflichtung. Das haben wir eben ja auch schon gehört. Eine Verpflichtung, die auf einer Art von Zusammengehörigkeit beruht. Also es ist ein Appell daran, zusammenzustehen. Wenn Sie mal ein Beispiel sich einfach denken, sagen Sie mal, wir nehmen an, ein Paar besucht ein anderes Ehepaar und dieses Gastgeber-Ehepaar, der Ehemann ist also ganz hemmungslos in irgendwelchen sexistischen Beschimpfungen seiner Frau
und so, dann haben natürlich irgendwie die beiden, die da zu Gast sind, eine Verpflichtung, da auch einzugreifen und ein Stückchen Partei zu greifen für die Frau. Aber die Frau, die zu Gast ist, hat anders als der Mann, der zu Gast ist, vermutlich auch noch eine Solidaritätsverpflichtung, einfach weil es eine Frau ist, mit der sie vermutlich solidarisch zu sein hat. Diese Verpflichtung hat der Mann, der zu Gast ist, nicht. Gut. Ich mache mal weiter und dann können wir ja diskutieren. Okay. Was auch wichtig ist, das hat Frau Preinsack eben auch gesagt, natürlich ist es so, dass diese Verpflichtung, die sich aus so dieser Beziehung ergibt, unterschiedlich stark sein kann. Die beteiligten Menschen haben beispielsweise auch Rechte und diese Rechte können durchaus überwiegen. Man kann konfligierende Solidaritäten haben und die eine kann stärker sein als die andere. Also da gibt es einfach auch noch sehr viel Spielraum. Wichtig ist vielleicht auch nur, finde ich, dass man sagt, wenn so eine Beziehung eine Verpflichtung deckt, dann deckt sie diese Verpflichtung immer. Also wenn beispielsweise das solidarische Gesundheitssystem war jetzt angesprochen, wenn tatsächlich unser Gesundheitssystem auf Solidarität beruht, dann ist eigentlich nicht zu sehen, warum manche aus diesem solidarischen Gesundheitssystem sozusagen aussteigen können, wenn sie nur genug verdienen oder wenn sie selbstständig sind oder so etwas. Also entweder sozusagen eine Vulnerabilität in einer Gesellschaft deckt eben die Zugehörigkeit zu einem solidarischen Gesundheitssystem, dann sollten alle drin sein. So wie es im Moment ist, sehe ich nicht, dass es wirklich ein solidarisches Gesundheitssystem ist. Solidarität ist schon noch eine bestimmte Art von Verpflichtung. Es ist, und das hat hier auch in dem Zitat Frau Preinsack sehr schön gesagt, sie sagt, to help others. Wir haben natürlich verschiedene Verpflichtungen, anderen gegenüber nicht nur denen zu helfen, sondern auch andere Sachen zu tun. Aber das Charakteristische für Solidarität ist eben, dass es eine Hilfsverpflichtung ist. Also wenn jemand irgendeine relevante Eigenschaft mit mir gemeinsam hat, beispielsweise zu einer verfolgten Gruppe zu gehören, dann folgt daraus nicht, dass ich die Solidaritätspflicht habe, ihn zu meinem Geburtstag einzuladen. Aber ich habe die Solidaritätspflicht, ihm, wenn er verfolgt wird, Unterschlupf zu gewähren. Also es ist eine Hilfsverpflichtung, die auf einer Bedrohung beruht. Also die Eigenschaft, auf die sich die Solidarität bezieht, muss die Eigenschaft sein, die die Bedrohung hervorruft. Es ist ein normativer Begriff, aber es ist nicht unbedingt, nicht immer ist es eine Norm, die moralisch begründet ist. Es gibt viele Solidaritätsappelle, sage ich, vielleicht auch Solidaritäten, die aber keine moralische Basis haben. Also wenn Sie an die Mafia denken, dann gibt es wahrscheinlich auch dort Solidaritätspflichten, aber die sind keine moralischen Pflichten. Wenn die Porsche-Fahrer sich solidarisieren gegen ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen, dann ist das nichts, was eine moralische Verpflichtung begründet. Dann hat nicht der einzelne Porsche-Fahrer eine moralische Pflicht, zu der Demo für das nächste Autohaus zu gehen oder so etwas. Das heißt, es muss eine spezielle Bedrohung sein, die irgendwie zusammenhängt mit dieser Eigenschaft, die eine moralische Verpflichtung ausmacht. Was ich total interessant finde am Solidaritätsbegriff ist, dass man sich solidarisieren kann. Man kann sich sozusagen Menschen an die Seite stellen, die irgendwie in einer Solidaritätsbeziehung zueinander stehen. Ein schönes Beispiel war dieses nach dem Attentat auf Charlie Hebdo, diese Satire-Magazin in Frankreich, als die Leute alle sich solidarisiert haben, indem sie eben gesagt haben, ich bin Charlie. Also das war ein Akt der Solidarisierung. Es wurde gesagt, wir gehören in dieser Hinsicht zusammen. Wir sind da irgendwie in einer relevanten und bedrohten Gruppe zusammen und sehen uns da auch in der Pflicht. Ich finde, das ist ein sehr schöner Zug, sozusagen wichtiger Zug an Solidarisierung, aber er hat auch den Nachteil, dass es manchmal auch übergriffig ist. Nicht alle, die damals gesagt haben, ich bin Charlie, von denen möchte man das eigentlich gerne, gut, die
Opfer waren nicht in der Lage zu sagen nein, aber viele andere Leute haben gesagt, nein, du gehörst hier nicht dazu. Also ich denke, dieses es ist auch ein sozusagen ein Eindrängen in eine Art von Gemeinschaft, die nicht immer auch erwünscht und auch nicht immer moralisch in Ordnung ist. Also wenn jemand, sagen wir mal von der Rechten, plötzlich angefangen hat, auch mit so einem Schild rumzulaufen, dann könnte man vielleicht sagen, hey, ihr, oder, okay, egal, Sie wissen, was ich meine. Denn mein letzter Punkt, und dann bin ich auch still, ist ein Punkt, der jetzt ein bisschen vielleicht auch kritischer in die Richtung geht. Ich glaube, es ist wichtig, sich klar zu machen, dass Solidarität nur eine Form der Regelung, der normativen Regelung des Miteinanders ist und dass es eben andere Formen gibt, die uns ebenfalls sehr geläufig sind. Ich habe hier mal so ein bisschen mit der Unterscheidung von Max Weber zwischen Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung, habe das da dran geschrieben. Also Solidarität ist eben eine Beziehung innerhalb einer Vergemeinschaftung, also eine zwischenmenschliche Form von Beziehung, die irgendwie so etwas sagt, wir stehen zusammen, wir gehören zusammen und so etwas. Und es gibt viele Gruppen, in denen es sinnvoll ist, dass wir irgendwie ordentlich miteinander umgehen und in denen wir alle davon ganz viel haben, in denen man aber trotzdem nicht mit diesen Leuten, die da drin sind, unbedingt eine Gemeinschaft bilden möchte, mit denen man nicht viel sonst gemein hat, die man vielleicht auch manchmal auch eher unschön findet und abstoßend und so etwas. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass es eben andere solche Formen gibt. Wir haben in unseren staatlichen Institutionalisierungen ganz viele Arten von Vergesellschaftung und da gehören wir dann zu irgendwelchen Gruppen, wo auch klar ist, wer welche Rechte und welche Pflichten hat, wo das auch aus moralischer Sicht sehr ordentlich sein kann und wo man trotzdem nicht das Gefühl haben muss, in irgendeiner Weise sind wir, ich sage das jetzt mal etwas überspitzt, Kumpels, weil mit manchen Leuten in dieser Gesellschaft beispielsweise mag ich kein Kumpel sein und trotzdem haben wir irgendwie ein geordnetes Gemeinwesen. Und das ist vielleicht sozusagen mein kritischer Punkt am Schluss. Ich sehe nicht, warum wir nicht dieses Modell auch in der Gesundheitsversorgung viel stärker auch fahren sollten, auch in Bezug auf personalisierte Medizin und unsere Daten und alles, weil ich denke, manche Leute, mit denen ich dann in einem Boot wäre, mit denen wäre ich nicht gerne in einem Boot oder wenn, dann nur in einem sehr formalen Boot und ich würde mich nicht sehr solidarisch mit denen fühlen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ralf Stöcker, für diese sehr erhellenden analytischen Überlegungen zum Solidaritätsbegriff. Ich will die Diskussion gar nicht weiter lange verzögern. Ich möchte nur selbst noch zum Abschluss der Auseinandersetzung oder der Diskussion, die wir hier oben haben, kurz noch mal auf diesen Bereich der datenintensiven medizinischen Forschung ansprechen, den Sie ja auch erwähnt hatten am Ende Ihrer Präsentation, Frau Breinsack. Und ich finde das interessant, dass Sie sagen, der Solidaritätsbegriff kann uns helfen, hier über neue kollektive Modelle von Verantwortung und Kontrolle im Bereich des Umgangs mit diesen Daten nachzudenken. Zugleich habe ich den Eindruck, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass seit einigen Jahren im Bereich datenintensiver medizinischer Forschung so eine Solidaritätsrhetorik der Teilhabe, der Partizipation, des Patient Empowerment, des Involvement, des Citizen Research um sich greift, bei der man sehr genau hinschauen muss, was damit eigentlich gemeint ist. Und dann stellt man oft genug fest, dass sich hinter dieser Beschwörung von Solidarität, die rhetorisch mich sehr an Redeweisen erinnert, die so sozialen Netzwerken beispielsweise herstammt und aus so Online-Gruppen, dass sich dahinter letztlich eben nicht ein substanzieller Gedanke politischer Teilhabe und Mitsprache und Zusammengehörigkeit verbirgt, sondern ein recht strategischer Gebrauch von diesen Begriffen, dieser Partizipations- und Solidaritätsrhetorik, der abzielt zum Beispiel darauf, einfach
Probanden effektiver zu rekrutieren. Ne? Und Partizipation heißt dann am Ende doch einfach nur Teilnahme in einer Studie und einem Forschungsprojekt und eben nicht politische Teilhabe oder Mitsprache bei beispielsweise der Bestimmung der Forschungsagenda oder der Verwendung der Daten. Also muss man hier nicht sehr genau hinschauen in dem Diskurs der datenintensiven medizinischen Forschung, um diese, sagen die Spreu vom Weizen zu trennen, eben auch um nicht Gefahr zu laufen, hier durch diese strategischen, vielleicht sogar ideologischen, instrumentalisierten Verwendungen einer Solidaritätsrhetorik diese ganzen sinnvollen Ansätze von Solidarität zu delegitimieren letztlich. Ne? Das nur als Frage an Sie, und Sie haben jetzt unmittelbar die Möglichkeit zu reagieren auf die Frage und auf die Anmerkungen von Ralf Stöcker. Und dann öffnen wir die Diskussion fürs Plenum. Soll ich gleich antworten? Ja. Okay, also vielen, vielen Dank. Ich beginne mit Ihren Ausführungen, Herr Stöcker, die für mich in vielerlei Hinsicht auch die mich zum Weiterdenken bringen werden. Das erste war Ihr Punkt zur Solidaritätspflicht. Sie haben hier einen Punkt angesprochen, der manchmal in Diskussionen unseres Ansatzes auch aufkommt, dass wir sagen, it's a willingness, also eine Bereitschaft, andere zu unterstützen. Wenn Sie sich, und ich gehe jetzt nochmal ganz kurz, wenn ich darf, zu den drei Ebenen der Solidarität. Also ich habe ja damals 2011 mich sozusagen die englischsprachige Literatur zur Solidarität sehr großflächig angesehen und habe gefunden, dass in der englischsprachigen Literatur, das muss ich hier natürlich immer sagen, dass wir die deutschsprachige Literatur nicht systematisch analysiert haben, aber in der englischsprachigen Literatur gibt es in der anglosächsischen und englischsprachigen Literatur einen nahezu Konsensus, dass Solidarität nicht eingefordert werden kann. Also mit Jody Dean ausgedrückt, sie hat, glaube ich, gesagt, Solidarity is something that can only ever be appealed to and never demanded. Es gibt jetzt in der deutschsprachigen Solidaritätsliteratur, die ich natürlich jetzt als deutschsprachige Person auch kenne, da wirkliche Unterschiede, Kurt Beitz zum Beispiel, also, oder auch Ruta Meulen, also die niederländischen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass es sowas wie eine vertragliche Solidarität natürlich gibt. Das muss jetzt nicht die schriftliche Vertragsform brauchen, aber es gibt sowas wie eine Solidaritätspflicht, die sich auch durch rechtliche Normen und Verträge manifestieren kann und nicht nur eine Tugendpflicht sein muss. Also hier gibt es sozusagen unterschiedliche Traditionen, und wir haben versucht, ich komme meistens in solchen Gremien nicht damit davon, ohne dass das natürlich herausgefunden wird. Wir haben versucht, uns gewisserweise darüber zu schwindeln, indem wir sagen, auf der interpersonellen Ebene braucht die Solidarität natürlich auch eine Bereitschaft, die ich durch meine praktischen Äußerungen artikuliere. Aber es gibt natürlich Formen. Auf der Gruppenebene haben wir sicher Fälle, wo es so eine Solidaritätspflicht gibt, wo Menschen Solidarität üben, weil sie diese Pflicht wahrnehmen. Und auf der dritten Ebene gibt es sogar eine rechtliche Pflicht zur Solidarität. Ich kann ja aus dem progressiven Steuersystem nicht rausoptieren. Aus dem Gesundheitssystem kann ich rausoptieren. Und das war der Punkt, der mich jetzt auch wirklich zum Weiterdenken bringen wird, ohne dass ich hier jetzt schon fertig bin mit diesem Gedanken. Aber Sie haben absolut recht, dass ein solidarisches Gesundheitssystem, und das ist eigentlich auch ein verkürzter Begriff, den ich verwendet habe also in meinen Schriften sage ich hauptsächlich ein auf solidarischen Prinzipien basierendes Gesundheitssystem, weil es eben nicht unbedingt gleichbedeutend mit einem solidarischen ist, wo dann auch alle sozusagen in einem Boot sitzen. Ein solidarisches Gesundheitssystem würde bedeuten, dass wir alle beitragen. Das ist sozusagen das Risikopool, das alle umfasst. Aber die interessante Frage heute ist, wer ist denn alle? Und es gibt immer mehr Menschen, die in Frage stellen, warum gerade
das Paradebeispiel einer solidarischen Institution, nämlich typischerweise das NHS, das britische NHS, warum gerade das jetzt an den nationalen Grenzen zumacht. Also natürlich sind Gesundheitssysteme notwendigerweise auf staatlicher Ebene organisiert und sie nehmen immer Bezug auf, wenn nicht Bürgerinnen und Bürgerschaft, dann auch sowas wie Residency. Aber die Frage, warum wir, wenn wir einerseits ganz stark mit Solidarität argumentieren, bestimmte Formen, bestimmte Menschen wie zum Beispiel Migrantinnen ausschließen, ist begründungsbedürftig. Also die Frage, die ich zurückstellen möchte, ist, ich habe keine Antwort darauf, ja, aber wie würden Sie sagen, wer sind alle und wie wollen wir das definieren? Und das ist etwas, woran ich auch jetzt zwei meiner Dissertantinnen arbeiten auch zu dieser Frage, empirisch und konzeptionell. Der dritte Punkt, Solidarität ist nur eine Form der Regelung des Miteinanders, absolut richtig. Ich glaube nicht, dass Solidarität alles lösen kann. Ich glaube, dass wir Solidarität dort brauchen, wo wir keine stärkeren Bande wie Liebe oder Freundschaft haben, die miteinander regeln kann. Deswegen, also ich stimme Ihnen eigentlich voll inhaltlich zu mit allem, was Sie am Ende gesagt haben. Der Begriff der Kumpel hat mir nicht so gefallen, weil ich glaube, also Kumpel impliziert, dass man jemanden sozusagen auch mag und die Werte, Gebilde dieser Menschen zumindest nicht fürchterlich abschreckend findet. Ich glaube, das ist zu eng gefasst. Ich glaube, wirkliche Solidarität findet dort statt, wo sie manchmal auch wehtut. Wenn wir jetzt immer nur solidarisch sind mit Leuten, die wir eh super finden, die eh unsere Kumpels sind, dann frage ich mich, ob wir den Solidaritätsbegriff so sehr aushöhlen, dass wir ihn eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ich glaube, dass wir auch in unserem Gesundheitssystem und in anderen solidarisch organisierten Systemen, wo es um die Befriedigung von Grundbedürfnissen von Menschen geht, ich muss jetzt nicht sozusagen mit anderen Menschen gemeinsam im Golfclub sein oder im Carsharing-Pool, aber wo es um die Befriedigung von Grundbedürfnissen geht, müssen wir meiner Meinung nach auch Menschen einschließen, die wir als politisch fürchterlich und persönlich unsympathisch und unsolidarisch finden. Das müssen wir aushalten, wenn wir den Solidaritätsbegriff nicht einfach aushöhlen wollen. Und zu allerletzt, Herr Schweder, absolut, Sie haben absolut richtigerweise gesagt, dass wir in der digitalen Medizin sehr viel Solidaritätsrhetorik sehen, auch Revolutionsrhetorik. Also vor vielen Jahren hat 23andMe, diese Genomtestfirma, die damals ja sehr stark von Google finanziert war, zur Revolution aufgerufen. Also, take part in our revolution. Also es findet da schon eine ironische Verdrehung von Begriffen manchmal statt. Ja, die Solidaritätsrhetorik und die Partizipationsrhetorik wird strapaziert in der digitalen Medizin. Mein letztes Buch ist genau zu dem Thema, das heißt The Personalized Medicine, Empowered Patients in the 21st Century, Fragezeichen. Der Verlag wollte das Fragezeichen nicht, ich habe darauf bestanden, wo es genau darum geht, also die These dieses Buches ist, dass die personalisierte Medizin braucht die Arbeit von Menschen, die ihre Daten zur Verfügung stellen, die ihre Daten kuratieren. Und diese Arbeit wird eigentlich nicht gesehen und wird zum Teil auch politisch nicht in Teilhabe umgesetzt. Das ist sozusagen die These dieses Buches. Ja, ich würde nur trotzdem sagen, nur weil es jetzt sozusagen, weil die Solidaritätsrhetorik im Namen von Profit missbraucht wird, bedeutet es ja nicht, dass wir nicht trotzdem solidarische und kollektiv orientierte Formen der Teilhabe und der Kontrolle brauchen. Und wenn ich jetzt, ich habe es vermieden, in meinem kurzen Impuls jetzt da ins Detail zu gehen, aber ganz konkret, was ich jetzt auch in meiner Arbeit weiter ausführe, ist, dass wir irgendeine Form von Benefit-Sharing brauchen, wenn kooperative Akteure Profite machen mit den Daten, die öffentliche Systeme und Patientinnen und Patienten und Bürger zur Verfügung gestellt haben. Also wir brauchen irgendeine Form einer Datennutzungssteuer, das muss jetzt keine Steuer im technischen Sinne sein, aber irgendeine Form des Benefit-Sharing, dass etwas wieder zurückkommt. Wir brauchen zivilgesellschaftliche Kontrolle für Algorithmen. Die Datenethikkommission wird ja jetzt Ende Oktober etwas, also ihre Stellungnahme veröffentlichen, die wird einige dieser Elemente, dieser Ideen auch enthalten, wie Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben. Also da geht es wirklich um
kollektive, zivilgesellschaftliche und demokratische Kontrolle, wo wir dann zum Beispiel auch sagen, wenn wir die Praktiken von Google oder Facebook so schrecklich finden, warum verbieten wir sie nicht? Ja, warum gibt es Selbstregierung? Gerade auch im Bereich der künstlichen Intelligenz finden wir im Moment eine meiner Meinung nach höchst gefährliche Tendenz, dass bestimmte Organisationen Ethik gegen Regulierung ausspielen. Wir brauchen keine Regulierung, das macht alles die Ethik. Und die Ethik ist dann eine Ethik, die von Google finanziert wird. Also ich glaube, da gilt es auch dagegen zu halten und da gilt es zu sagen, wir haben demokratische Institutionen, wir haben zivilgesellschaftliche Kontrolle, wir brauchen kein individuelles Dateneigentum, um persönliche Kontrolle über Daten zu ermöglichen. Im Gegenteil, das kann dem sogar abträglich sein. Weil sobald ich das Eigentum über meine Daten habe, kann ich sozusagen übertragen. Wenn ich nur die Kontrolle habe, kann ich das Eigentum nicht übertragen. Also um diese Dinge geht es. Und jetzt höre ich auf. Jetzt hören Sie auf. Jetzt machen wir, hoffentlich hören Sie nicht auf, sondern wir beziehen jetzt einfach noch das Plenum in die Diskussion ein, um sozusagen noch zusätzliche Gesichtspunkte, Überlegungen, Argumente aufzunehmen. Und hier schießen schon die Hände in die Höhe. Herr Friedrich, ganz hinten. So, ich hoffe, das funktioniert. Ja, vielen Dank nochmal für die Beiträge. Die Frage geht jetzt an Frau Prensek. Können Sie mich verstehen da vorne? Weil Sie gerade so, gut. Vielleicht ein kurzer Kommentar, eine Frage, weil auch die Folie gerade vorne ist. Erstmal der Kommentar. Sie sagten ja gerade, es gibt überhaupt gar keine Gründe, warum man zum Beispiel an staatlichen Grenzen mit Solidarität aufhören sollte. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Feststellung ist von Ihnen. Denn es gibt tatsächlich aus moralischen Gründen, glaube ich, keine Gründe, warum man gerade staatliche Grenzen ziehen sollte oder Zugehörigkeiten zu Volksgruppen, warum man hier mit Solidarität aufhören sollte. Jetzt aber die eigentliche Frage zu Ihrer Folie. Denn da verstehe ich immer etwas noch nicht. Sie haben die Reziprozität noch mit dabei. In Ihrem Buch sagen Sie, eigentlich braucht es gar nicht die Reziprozität. Und das scheint mir auch das widerzuspiegeln, was wir im Gesundheitssystem haben. Denn wir haben eine Menge Menschen, die wir dort mitversorgen, die niemals in der Lage sein werden, ihre eigenen Gesundheitskosten aufzubringen. Und wir empfinden das gerade als häufig positiven Effekt eines solidarischen Gesundheitssystems, dass auch Menschen, die nie in der Lage sein werden, so gesund zu sein, dass sie selber sozusagen zum Nettozahler werden, trotzdem mit versorgen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, was die Reziprozität eigentlich dann in Ihrem Modell dort eigentlich noch zu suchen hat. Das würde ich gerne ein bisschen besser verstehen. Ja, bitte. Vielen Dank. Man kommt hier mit nichts davon, was man einfach so unerklärt lässt. Sie haben absolut recht. Wir sagen, dass die Solidarität keine direkte Reziprozität braucht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wenn es eine direkte Reziprozität gäbe, wäre es wie eine Geschäftstransaktion. Also wenn Sie mir jetzt einen Kaffee kaufen, weil Sie wissen, dass ich Ihnen dann morgen einen Kaffee kaufe, ist das jetzt nicht Solidarität. Ja. Was aber, und deswegen ist der Pfeil auch dann hier nach oben geht, was wir beobachten können empirisch, ist, dass solidarische Praktiken stabiler sind, wenn es systemische Reziprozität gibt. Und mit systemischer Reziprozität, also indirekter Reziprozität, meinen wir, dass Menschen wissen, also dass Menschen dann eher in der Lage sind oder eher willens sind, ihren Beitrag zu leisten in ein System. Sind wir jetzt nicht auf der ersten Ebene, das sind wir immer auf der zweiten oder dritten, wenn sie wissen, dass sie auch aufgefangen werden, wenn sie selbst mal brauchen. Also, das bedeutet nicht, dass ich nur ins Gesundheitssystem einzahlen möchte, wenn ich weiß, genauso wie Sie gesagt haben, dass ich dann genau das Gleiche wieder rausbekomme. Aber ich bin eher bereit, in ein System einzuzahlen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt mit Geld sein muss, wenn ich weiß, the system has my back. Also wenn ich mal was brauche, wenn ich einen Unfall habe, dann werde ich sozusagen auch versorgt. Da muss man jetzt nicht nur im institutionellen, rechtlichen Bereich bleiben, sondern man kann auch sagen, wenn man in einer nicht institutionalisierten Gruppe Beiträge leistet, weil man sich mit Menschen dieser Gruppe verbunden fühlt, ist das wahrscheinlich stabiler, wenn man dann nicht frustriert wird, wenn man selber mal was braucht, sagen alle,
Ja, schau, wo du bleibst. Also das ist mit der systemischen Reziprozität gemeint. Das ist natürlich, es geht so in Richtung Piket, Spirit Level und so weiter, auch ein Bekenntnis dafür, dass wir, dass wir solidarische Institutionen brauchen, weil wir davon ausgehen, und das ist jetzt die Hypothese, da habe ich keine Daten, die das beweisen könnten, dass dort, wo systemische Solidarität existiert, systemische Reziprozität besteht, auch Menschen eher bereit sind, sogar auf der ersten Ebene solidarisch mit anderen zu sein, weil man sich einfach auch sicher fühlt. Ich möchte es ganz kurz mit einem Beispiel illustrieren. Ich höre bei meinen Studis oft, ja, und die amerikanischen Studis, die, also wir gehen ja, wir helfen alle anderen, die amerikanischen Studis machen nur Sachen für den Lebenslauf. Ja, die machen nur Sachen für den Lebenslauf, weil sie keine Gesundheitsversorgung haben, weil sie natürlich sich Sorgen machen, wie sie sich ihr Leben finanzieren. Und also das meine ich damit, dass man mit dieser systemischen Reziprozität, die auch die Umstände, die Bedingungen schaffen kann, dass Menschen eher willens oder dass Menschen willens sein können und dass es ihnen möglich ist, auf der individuellen Ebene auch und auf der Gruppenebene Solidarität zu üben. Claudia Wiesemann hatte sich gemeldet. Vielen Dank. Das ist eine Frage an Ralf Stöcker. Ich gehe ja intuitiv sofort mit dir mit, dass Solidarität auch eine normative Dimension hat. Und ich fand schön, dass das Podium heute beide Dimensionen so schön aufgefächert hat. Also einmal die politisch-soziale und dann auch die normative Dimension. Aber ich habe noch nicht, also ich kann noch nicht so ganz mit dir mitgehen, dass das eine moralische Verpflichtung ist. Und ich habe den Eindruck, da ist sowas dabei, dass einen kontraproduktiven Effekt hat. Und ich glaube, das wurde auch an einem Lacher hier im Publikum deutlich. Als du nämlich sagtest, da ist ein Ehemann, der beleidigt seine Ehefrau und ein anderes Paar sitzt auch da und die Frau hat eine irgendwie größere moralische Verpflichtung, jetzt ihrer Geschlechtsgenossin beizustehen. Also wenn Solidarität sozusagen den Effekt hat, so einer Gradierung von moralischen Verpflichtungen, mit anderen Worten, Männer sind nicht so herausgefordert, wenn Frauen beleidigt werden, dagegen vorzugehen, verstehst du? Dann ist plötzlich irgendwie eine gesellschaftliche Gruppe hat ein bisschen weniger auf den Schultern als eine andere. Obwohl wir ja vielleicht auch sagen könnten, wir sind alle verpflichtet dazu, wenn Menschen beleidigt werden, dagegen vorzugehen. Wenn man aber so argumentiert, dann würde man denken, ja, dann ist eigentlich Solidarität überflüssig, weil wir uns ja alle als Menschen behandeln sollten. Dann könnte man vielleicht sogar sagen, Solidarität hat so einen ablenkenden Effekt, weil es uns davon ablenkt, dass wir ja alle Menschen sind, denen gegenüber wir moralische Verpflichtung haben. Und diesen kontraproduktiven Effekt, Solidarität so normativ aufzufassen, den würde ich dich bitten, nochmal zu kommentieren. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich kriege das ganz kurz hin. Also zum einen, ich glaube, ich verstehe nicht, dass es nicht normativ sein soll. Ich finde, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man die Feststellung, das ist unsolidarisch, was du da machst, als rein deskriptiv betrachten kann. Also deswegen glaube ich, klarerweise macht man da mit dem anderen oder der anderen einen Vorwurf. Also deswegen denke ich, der Anspruch von Solidarität ist immer einer präskriptiv, normativ, wie immer man das, daran hängt mir nichts. Und nicht nur rechtlich, also das wollte ich ganz deutlich. Vielleicht sollten wir besser auf den Solidaritätsbegriff verzichten. Ich habe hier nur versucht, Sachen darüber zu sagen. Ich habe nicht begründet, warum wir, also ich habe es behauptet, stimmt, dass wir moralische Solidaritätspflichten haben. Wie könnte man das in bestimmten Fällen zum Beispiel bei der Frau begründen? Und man könnte irgendwie auf so etwas zurückgreifen wie, dass es ein wesentlicher Bestandteil der Identität ist, zu einer Gruppe zu gehören, die in einer Gesellschaft regelmäßig benachteiligt wird. Und dass sich daraus zu dieser Gruppenzugehörigkeit vielleicht moralphilosophisch was dazu sagen kann, dass daraus bestimmte Pflichten für den Einzelnen werden. Das ist, finde ich, sehr schwieriger Weg. Ich bin auch nicht sicher, ob sich der gehen lässt. Aber wogegen ich mich wenden möchte, ist zu sagen, naja, aber das bedeutet dann, dass die Frauen irgendwie mehr stärker verpflichtet sind, einzuschreiten und die Männer können sagen, ja, ich gehöre ja nicht zur Gruppe, also brauche ich das jetzt nicht tun. Zum einen addieren sich Verpflichtungen nicht. Also ich meine, wenn man eine Pflicht hat, einzuschreiten und man hat noch einen zweiten Grund für diese Pflicht, hat man trotzdem die Pflicht. Also ich meine, insofern
kann es einfach sein, dass es mehrere Säulen für dieselbe Pflicht gibt und der Mann muss trotzdem einschreiten. Und außerdem könnte es natürlich sein, dass die Zugehörigkeit zu der anderen Gruppe sozusagen in dieser Mann-Frau-Geschichte andere Verpflichtungen hervorruft, die vielleicht die Frau nicht hat. Ich meine, man gehört dann ja irgendwie zur Tätergruppe und vielleicht ergeben sich daraus auch Verpflichtungen. Aber ich finde das eine total wichtige und spannende Frage in Bezug auf den Solidaritätsbegriff, ob es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich eine moralische Verpflichtung daraus herzuleiten, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört, die eventuell Solidarität in Anspruch nehmen kann. Ja. Vielen Dank. Wir hatten hier drüben noch eine Wortmeldung. Danke. Scheidemantel, Würzburg. Meine Frage bezieht sich auf Hindernisse gegen die Solidarisierung. Ich stelle mir vor, dass es an der Willingness nicht hängt, denn wir sehen ja immer bei Spendenaufrufen für Einzel- oder Gruppenschicksale eine sehr große Solidarisierungswelle. Und es ist den Menschen schon verständlich, dass sie nicht alleine leben können. Aber was ich als Hindernis sehe, wie wollen Sie damit umgehen, ist dieses unglaublich breite und tiefe Misstrauen in staatliche und öffentliche Institutionen, die ja als Verwalter der Solidarität zunächst einmal auf der Hand liegen. Das haben Sie auch schon angesprochen. Trotzdem sind die Menschen eher bereit, ihre Daten auszuhändigen an Konzerne, die offensichtlich kompromittiert sind, wenn nicht sogar kriminell, die aus der öffentlichen Sozialversicherung flüchten und in die private gehen, obwohl sie wissen, dass sie dort abgezockt werden, so in der Art. Habe es nicht genau an mich gerichtet. Ich glaube, dass die richtige Art und Weise, auf dieses Problem hinzuarbeiten, das Sie gerade nennen, ist, unsere staatlichen Institutionen zu stärken und zu verbessern. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sie durch so eine Art Identitätsgefühl oder Verständnis der Mitglieder zu stützen. Ich bin total dagegen zu sagen, dass Solidarität das Einzige ist, was uns bleibt, wenn wir sowas wie Liebe oder so nicht haben, sondern, und ich glaube, es ist auch unter Umständen gefährlich, weil ist dann ruckzuck bei vielleicht bei nationaler Identität und so etwas als Stützung für ein bestimmtes Handeln in einer Gesellschaft. Also ich glaube wirklich, wir sollten ein Stückchen weit zurückfahren zu solchen Rechtfertigungen von staatlichen Institutionen, die vielleicht auch auf unsere eigenen Interessen viel stärker abheben und etwas darüber sagen, wie Sie es ja gesagt haben, mit den Versicherungen. Letztlich haben wir alle eine Menge davon, dass wir nicht mehr im Naturzustand leben und sozusagen daran weiterzuarbeiten und diese Institutionen zu schaffen, das ist, glaube ich, das ist wichtig. Und Solidarität würde ich, wenn sie sich überhaupt rechtfertigen lässt, dann wirklich auf sehr viel kleinere Gruppierungen beschränkt wissen wollen. Ein Zusatz. Ich habe Ihnen zugestimmt bis dahin, dass Sie gesagt haben, Solidarität ist gefährlich, wenn es das Einzige ist, was bleibt nach Freundschaft und Liebe. Das würde voraussetzen, und da bin ich, glaube ich, missverstanden worden, dass Solidarität eine Alternative zu staatlichen Institutionen ist. Das ist es natürlich gerade nicht. Das habe ich ja versucht, hier auch zu zeigen, dass die Solidarität auf Ebene 3 oft die Manifestation staatlicher Politikinhalte und Institutionen hat. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir staatliche Institutionen stärken sollen, vertrauenswürdiger machen sollen. Vertrauenswürdigkeit ist ja leider heute auch ein Begriff, der sehr häufig wieder gebraucht wird zu anderen Zwecken, aber Vertrauenswürdigkeit ist wichtig. Und das Vertrauen in den Staat ist ja in Europa im Norden durchaus hoch. Es ist im Westen und im Süden gering in dem Bereich. Also wir sehen das in den empirischen Daten sehr klar. Dort, also Norwegen, in Dänemark, wo Staaten als vertrauenswürdige Gebilde mit hoher indirekter Reziprozität gelten, die mit Daten sorgsam umgehen, gibt es enorm hohe Bereitschaft, Daten dem Staat zur Verfügung zu stellen. Wir sind leider in der Zeit viel weiter fortgeschritten, als uns lieb sein kann. Deswegen muss ich die Liste der Wortmeldungen schließen. Ich habe noch drei Wortmeldungen auf der Agenda. Jan-Ole Reichert,
Solveig Hansen und Silke Schickhans, und ich würde vorschlagen, dass wir die kurzen und knackigen Wortmeldungen zusammenfassen und dann unsere beiden Podiumsteilnehmer zusammenfassend und resümierend antworten lassen. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch nochmal an Frau Breinsack, und zwar in dem Kontext von Reziprozität und vielleicht Hilfsbereitschaften. Ich wollte nochmal aufgreifen, was Daniel Friedrich auch schon angesprochen hat, in dem Sinne nachspüren, wenn wir unterschiedliche Typen von Hilfsbereitschaft irgendwie abgrenzen und die Solidarität daraus als eine besondere herausstellen wollen, dann hatte ich zumindest den Eindruck, dass die Solidarität vielleicht dadurch ausgezeichnet ist, dass zumindest ein Anspruch an Reziprozität vom Prinzip, dass der andere auch bereit ist, mir zu helfen, wenn die Dinge umgedreht lägen, wenn ich der vulnerable Hilfsbedürftige wäre und der andere hätte die Hilfsmöglichkeit, dass zumindest diese Art von Anspruch mitgetragen werden muss, sonst hätte ich irgendwie was, was jenseits von Solidarität wäre. Was meinen Sie? Nein, nicht antworten, auch wenn der Impuls stark ist. Ja, danke. Ich möchte mich Claudia Wiesemann anschließen, weil mein Gedanke ganz ähnlich war, ging aber eher auf diese deskriptive Ebene. Ralf Stöcker, Sie haben gesprochen von geteilten Eigenschaften, also Verpflichtungen aufgrund geteilter Eigenschaften. Barbara, du hast besondere Verbundenheit, glaube ich, mehrmals genannt. Und es ist wirklich für mich eine Frage. Ich hatte die Intuition, ich dachte, heißt das, ich kann mich nicht solidarisch erklären mit jemandem, der mit dem ich nichts teile an Eigenschaften? Also heißt das, wenn ich mir jetzt überlege, kann ich mich nicht solidarisch erklären mit einem älteren Herrn in Deutschland, der auf dem Land lebt und einen niedrigen Bildungsstand hat, weil ich mit ihm keine geteilten Eigenschaften habe? Oder sind nicht meine Kosten, die ja aufkamen, ungleich höher, sozusagen noch, wenn ich mich mit Personen solidarisch erkläre, mit denen ich eigentlich nichts teile? Also diesen Aspekt von geteilten Eigenschaften auch mal kritisch zu hinterfragen, was bedeutet der eigentlich oder welche normative Implikationen hat der vielleicht auch, das war jetzt meine Intuition bei der spannenden Diskussion. Danke. Ja, da würde ich auch gerne noch mal einhaken und an die Diskussion, die wir gestern früh hatten, erinnern, dass bei den Definitionen von entweder jetzt in eurer Definition zu Similarity, also ihr habt es ja auch so schön formuliert, also wo wir recognizing a similarity in a relevant way, also sozusagen einerseits sehr vage formuliert, andererseits ist natürlich Similarity ja schon auch ein relativ enger Begriff und eben das ist einfach Gruppen Zuschreibung gibt, die eben, was wir gestern, glaube ich, schön rausgearbeitet haben am Anfang, erstens auch über eine Differenzfunktion ganz stark letztlich auch sozial normiert sind und eben damit eben auch manchmal sehr problematisch sein können und dass es eben Gruppen gibt, die sich selbst sozusagen als Gruppe zusammenfinden, das war, finde ich, in Ralfs Beispiel so ein sehr starkes Modell von Gruppe. Und bei euch oder in der Definition bleibt es insgesamt sehr vage, ja. Und aber deswegen finde ich auch sehr gefährlich, weil man sich dann fragt, sind es jetzt Gruppen, die wirklich ein Gemeinschaftsgefühl trägt, also das Belonging, die Zugehörigkeit, oder sind es eben Gruppen, wo man sagt, ja, die sind zum Beispiel über die markierte soziale Kategorien, die durchaus eben auch problematisch sind. Ne? Die Geschlechtszugehörigkeit, die ja viele vielleicht gar nicht eigentlich wollen, dass sie dauernd immer wieder repetiert wird. Und ich finde, macht das Modell auf der Gruppenebene bei euch auch anfällig, eben für zum Beispiel popularistische Interpretationen. Also da steckt viel Normatives, Unausgesprochenes drin. Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ich finde die Idee der Solidarisierung unheimlich spannend, zum Beispiel mit dem alten Mann auf dem Land oder so etwas. Zum einen würde ich sagen, Sie haben jetzt nicht automatisch eine Solidaritätsverpflichtung oder wie immer man das nennen möchte, ihm gegenüber. Sie würden sich wahrscheinlich, wenn irgendwie jemand Ihnen erzählt, dass irgendwo ein alter Mann irgendetwas passiert ist, sich den Vorwurf nicht gefallen lassen, dass sie sich unsolidarisch verhalten haben, weil sie ihm nicht geholfen haben. Das heißt, und das unterscheidet sie vielleicht
Ich sehe das Problem, aber das unterscheidet sie vielleicht von der Frau in dem Beispiel bei mir, weil man da stellt sich eher die Frage, kann man sich davon distanzieren, kann man sagen, ich will hier nicht als Frau oder ich will hier nicht als Mensch mit Migrationshintergrund oder irgend so etwas behandelt werden. Das ist das, aber da ist es sozusagen, dass die Freiheit rauszukommen und solidarisieren ist eher die Freiheit reinzukommen und so ganz grob gesagt bedeutet so etwas zu sagen, wir beide haben etwas gemeinsam, was hier im Moment bedroht ist. Und insofern ein Akt der Solidarisierung ist halt so eine gemeinsame Eigenschaft, so eine Gruppe aufzubauen, zu behaupten, die uns eben in ein Boot bringt. Und das ist häufig eben ganz toll, zum Beispiel, wenn Sie eben dann sagen, es kommt nicht darauf an, dass der nicht so irgendwie ausgebildet ist wie Sie oder älter ist als Sie, sondern es ist einfach ein Mensch mit bestimmten Bedürfnissen und das macht uns solidarisch. Dann sind wir nur ganz kurz bei der Frage, sind wir alle solidarisch, weil wir Menschen sind? Und das ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen ist die schwierige Frage daran gar nicht so sehr, ob es das gibt. Vielleicht gibt es das in sehr elementaren Bedürfnissen, aber die Frage ist, wie weit reicht diese Solidarität und wie stark ist sie gegenüber Rechten und allem anderen? Okay, das war's. Reziprozität und Hilfsbereitschaft, gibt es den Anspruch darauf, den Anspruch absolut? Das ist genau das, was die systemische Reziprozität in meiner Begrifflichkeit meint. Es gibt den Anspruch, das ist nicht die primäre Motivation, aber es gibt den Anspruch. Absolut, danke dafür. Die Frage die Frage von dir, kann ich mich solidarisch mit einem Menschen deklarieren, bezeichnen, mit dem ich nichts teile? Nein, weil ja das Erkennen von Gemeinsamkeiten sozusagen das Handlungsleitende für Solidarität ist. Ich würde aber sagen, dass ich natürlich mit einem 80-jährigen Mann, der am Land lebt, Gemeinsamkeiten erkennen kann. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, er kann von seiner Mindestpension nicht leben und das regt mich auf, weil ich das Gefühl habe, dass wir alle sozusagen Staatsbürgerinnen sind, die in Situationen der Vulnerabilität unterstützt werden müssen, dann ist das die Gemeinsamkeit. Das ist genau, was der Praxisbezug in Solidaritätsbegriff bringt. Der Praxisbezug gibt vor, welche Gemeinsamkeiten relevant sind. Im weitesten Sinne kann ich mich mit anderen Menschen solidarisch erklären, weil wir alle vulnerabel sind, weil wir alle sterben werden, weil wir alle Hilfe brauchen. Manchmal, also das ist das Allgemeinste. Manchmal ist es natürlich extrem konkret. Wenn es jetzt den Feueralarm gibt und wir laufen aus dem Gebäude raus, dann und wir helfen einander, dann ist das der ganz konkrete Kontext, dass wir jetzt alle gemeinsam vom Feuer davonlaufen. Also das kann sehr, sehr speziell sein, aber das kann auch sehr existenziell und weit sein. Das möchte ich sagen. Und das ist auch die Antwort, ich finde die Intervention von Frau Wiesemann auch sehr wichtig. Es wird ja nicht jemand abstrakt beleidigt. Es wird jemand beleidigt als Frau, als Angehörige aufgrund einer Gruppenzuschreibung. Und wenn ich jetzt als andere Person mich solidarisch erkläre mit der beleidigten Person, dann tue ich das, weil ich mir denke, ich bin auch schon beleidigt worden. Ich finde, niemand sollte beleidigt werden. Also ich erkenne etwas, seeing myself in the other. Ich erkenne etwas meiner eigenen Vulnerabilität, Verletzlichkeit im anderen. Das ist dann so handlungsleitend für Solidarität. Da brauche ich keinen fixierten Gruppenbegriff. Ich glaube, das ist nicht die Schwäche unseres Solidaritätsbegriffs. Was die Schwäche unseres Solidaritätsbegriffs ist, und damit ist kein besonders diplomatisches Ende, das mache ich jetzt aber der Ehrlichkeit halber trotzdem. Die Schwäche ist natürlich, dass man diese Definition theoretisch auch auf terroristische und rassistische Gruppierungen anwenden kann. Das ist die Schwäche. Und deswegen sagen wir im Buch, dass wir natürlich substanziell andere Werte brauchen. Nur schwindel ich diese Werte nicht in den Solidaritätsbegriff hinein. Das ist sozusagen etwas, wofür ich jetzt als Wissenschaftlerin stehe, aber das ist nicht etwas, was sich in unserem Solidaritätsbegriff im engeren Sinn ergibt. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht kein diplomatisches Ende, vielleicht aber ja auch ohnehin noch gar nicht das Ende. Die Diskussion kann ja weitergehen. Noch haben wir Zeit für den einen oder anderen Kaffee mit Ralf Stöcker und Barbara Breinsack. Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Breinsack und Herrn Stöcker bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Beiträge, für diese interessante Diskussion.